bin der Dr. Nova, ich bin von der Three Steps Crew aus Gießen. Wir sind hier auf Meeting of Styles in Mainz-Kastel. Ich bin Arzt, also hat mit dem Graffiti eigentlich gar nichts zu tun, aber das haben wir in der Schulzeit begonnen, hat sich über das Studium weitergehalten. Und es ist so der Ausgleich zum Alltagsstress eben am Wochenende oder auch in freien Tagen in der Woche nach dem Nachtdienst eben, sich irgendwie künstlerisch auszutoben, zu gestalten eben. Mit 16, 17 Jahren haben wir Leute kennengelernt, die sich für Graffiti interessiert haben. Und die haben uns ein bisschen an die Sache herangeführt. Und danach wurden wir auch aufmerksamer, was Bilder bei uns in der Stadt angeht oder auch an Autobahnbrücken, wenn wir auf Reisen gewesen sind. Ja, eigentlich war es am Anfang so auch schon das Interesse für eine urbane Kunst eigentlich da, dass man guckt, was kann man neben Pinsel oder neben Streichfarbe machen. Die Idee entsteht meistens bei uns schon zu Hause irgendwie am Abend, wenn wir zusammen sitzen oder nachmittags. Oder natürlich auch, wenn man malt, hat man neue Ideen für andere Bilder. Und wir konzipieren unsere Bilder mittlerweile am PC, eigentlich komplett vorher. Machen sozusagen Scribbles, also verschiedene Vorlagen, die zusammenkommen. Und natürlich wird an der Wand immer noch ein bisschen was anders als auf der Vorlage. Aber die Konzeptidee steht meistens vorher schon fest. Also unsere aktuelle Stilrichtung oder die, sag ich mal, was wir momentan beschreiten, das nennen wir Style Victims. Das sind vor allem eben ja, Models, junge Damen, die eben ausschnittsweise gezeigt werden in Verbindung mit Graffiti-Styles eben. Und wie jetzt zum Beispiel hier auf Meeting of Styles ist das eben eine Frau, die ja, relativ modisch angezogen ist, eine schicke Handtasche hat und die fährt einen Einkaufswagen durch die Gegend und in dem Einkaufswagen liegt der Style, den sie gerade sozusagen erworben, gekauft hat. Graffiti im öffentlichen Raum ist eben freie Kunst, die für jedermann zugänglich ist. Kostet kein Geld, man kann sich das angucken und sich ein Urteil darüber bilden, ob es einem gefällt oder nicht eben. Wenn es einem nicht gefällt, dann muss man sich nicht angucken. Und wenn man sagt, okay, das ist eine Sache, die mir gefällt, dann kann ich mir auch ein paar Minuten länger davor stehen bleiben.